Heute ist der große Assembleatag, der weltweite Assembleatag und ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich bin auch einer der Moderatoren. Der Ralf, der macht mit mir den Moderator und ja, dann werden wir doch hoffentlich die Assemblea rocken sozusagen. Möchte jemand? Ein Thema vortragen? Ja, zum Beispiel. In der aktuellen Politik. Mag vielleicht anfangs sehr verwunderlich sein für die Leute, wenn die auch vorbeischauen. Ja, was machen die denn da? Die sprechen da alles nach. Also wir benutzen ja auch das Human Mic. Das Human Mic ist auch aus der Wall Street da auch entstanden, weil die dort keine Mikrofone hatten. Das heißt, jemand spricht was vor und die anderen sprechen es nach. Ja, und das werden wir jetzt auch hier anwenden und mal schauen, was für einen Anklang das bei den Leuten findet. Und natürlich kann ich jedem empfehlen, der interessiert ist, um mal vorbeizuschauen. Wir haben jetzt ungefähr 2600 okkupierte Städte und da ist heute dieser Assembleatag, um dort weltweit eine Assemblea zu halten. Sinn und Zweck von der Assemblea ist ein reger Austausch zwischen verschiedenen Meinungen und das wollen wir halt wirklich so halt auch kundtun und so auch zu verbreiten, dass jeder auch die Möglichkeit hat, auch vorbeizukommen und deine Meinung zu äußern. Ich erkläre noch mal ganz kurz. Die Handzeichen. Zustimmung. Ablehnung. Lauter reden. Leise. Kurzer Redeeinwand. Technical Point. The Technical Point. Ist dazu da? Etwas ganz Dringendes. Ansteht. Zum Beispiel. Wir müssen wegrennen. Vor der Kuhherde. Okay. Das ist? Eine Verständnisfrage. Dankeschön. Also wir haben auch natürlich für die Assemblea gewisse Kommunikationsregeln, wie zum Beispiel Respekt vor dem anderen, ausreden lassen, keine Zwischenrufe. Wir haben auch teilweise eine Redezeitbegrenzung. Also da gibt es schon auch Regeln, damit das mit der Kommunikation auch läuft. Es ist auf jeden Fall schwierig, weil sehr viele unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Und das ist dann nicht immer einfach. Also da kommt es dann, ist es eigentlich vorprogrammiert, dass es da dann zu Komplikationen gibt. Allerdings muss man da in dem Moment halt auch geschickt sein oder muss man da auch so viel Mensch auch zeigen, dass man da auch dann vielleicht auf die andere Person auch zugehen kann. Ja. Dass man da vielleicht auch sein Ego auch ein bisschen zurücksteckt und sagt, wie hast du das denn jetzt gemeint? Und dass man da halt aufeinander zugeht. Und das ist halt, was wir halt auch dann vorleben wollen. Wir wollen halt im Prinzip da auch eine neue Kultur halt vorleben, dass man da auf die Menschen zugeht und nicht nur immer seine eigene Meinung vertritt. Und das heißt, auf jeden Fall sollte in jeder Stadt eine Assemblea stattfinden oder eine Versammlung, wie man es auch nennen möchte, wo jeder mitentscheiden kann und jeder seine Meinung dazu oder seine Meinung dazu sagen kann. Ich sehe offene Augen, offene Herzen, wir teilen unsere Liebe, unsere Wut und unsere Schmerzen. Assemblea, weltweit, Assemblea.